Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Die Siedler 3. Wir sind immer noch in der Asiatenkampagne Mission Nummer 5 Reisschnaps. Siegbedingung: Sämtliche Vorräte an Reisschnaps müssen sich auf ihrem Gebiet befinden. Sie dürfen die entsprechenden Wachtürme also nicht zerstören. Niederlage: Ihre Siedlung wurde komplett zerstört. Sie haben einen der Wachtürme zerstört, die sie hätten erobern sollen. Situation: Hier haben Sie ausnahmsweise mal ein bisschen Zeit. Bauen Sie Ihre Siedlung in Ruhe auf und machen Sie sich dann daran, die starken Abwehrbollwerke Ihrer Gegner zu zerstören. Kanonen können da gute Dienste leisten. Es kann auch nicht schaden, vorher auszukundschaften, wo sich die Lager mit dem Reisschnaps befinden, da Sie dann mit einem konzentrierten Vorstoß zum Ziel kommen können, ohne das ganze Land in Aufruhr versetzen zu müssen. Story: Zwei unserer Handelsschiffe sind von Römern und Ägyptern gekapert worden. Die Ladung in beiden Fällen: Reisschnaps. Was geht da vor? Ist im Pantheon der große Durst ausgebrochen, sodass die Götter sich jetzt gegenseitig die Opfergaben streitig machen? Oder ist das Ganze eine riesige Wette? Wer kann wen zuerst zu einer gigantischen Feier einladen? Wie auch immer, wir müssen den Reisschnaps zurückholen. Kein Tropfen für die fremden Götter, wäre ja noch schöner. Tipps und Tricks: Zerstören Sie mit Hilfe von Kanonen die äußeren Verteidigungsringe, aber nur die äußeren. Guti, dann würde ich sagen, ohne weitere Umschweife legen wir los. Was, was? Was soll denn der Scheiß? Das ist ja jetzt frech. Ja, hier unten auch. Okay, das sind die entsprechenden Lager, nehme ich an. Gut, dann lassen wir mal die Larrys da entsprechend buddeln, wenn die da schon stehen. Das wird ja wohl eine gewisse Bewandtnis haben. Und wir fangen an mit einem Holzfäller hier. Einem Holzfäller hier. Einem Sägewerk dazwischen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mindestens einen Steinbruch. Warum nicht da oben so ein vereinsamter Hammer? Weiß man nicht, ne? So, und wenn wir schon hier so viele Larrys haben, würde ich sagen, gönnen wir uns mal einige Pioniere. So, da ist Kohle. Hier ist erstmal noch nichts. Da ist noch jemand, der buddeln möchte. Gut, ich würde sagen, erstmal machen wir mal hier. Wobei, ein paar schnappen wir uns. Die gehen nach hier unten. Und euch 5, ihr geht nach hier oben. Dass wir da auch mal sauber hinterherkommen. Hier hinten haben wir Gold. Da haben wir Eisen. Okay, ich muss auf jeden Fall sehr, ja, was heißt schnell? Ich sollte zeitnah nach Osten. Formulieren wir es so. So, Juwelen haben wir da auch ein paar. Sehr schön. So, und ich weiß, ich brauche mindestens einen zweiten, wenn nicht sogar einen dritten Holzkreislauf, bevor ich jetzt irgendwelche großen Bauprojekte mache. Ich bin mir gerade nur unschlüssig, ob ich das wirklich hier machen will, weil eigentlich finde ich den Bauplatz an sich zu gut. Also ich muss jetzt auch nochmal ein bisschen weiter auskundschaften, was wir hier so um uns herum haben. Komm, wir können noch mehr erübrigen, denke ich. Warte mal, erstmal die Fußsoldaten Larrys beiseite. Vielleicht wäre ja hier hinten ein guter Platz für einen weiteren Holzkreislauf. Wobei wir auch gucken müssen, dass wir erstmal hier einen Förster hinmachen. Aber wir könnten ja dann vielleicht hier einen Holzfäller, da einen Holzfäller, hier ein Sägewerk und hier einen Förster. Das muss ich mal gucken, wie viel Platz hier zwischen den, ob hier noch ein Berg ist. Und ja, sehen wir gleich, wenn es dann mal soweit ist. Viel Gold ist hier aber nicht, ne? Na, egal, wir gucken schon. Wir werden schon irgendwie fündig werden. Und früher oder später, was machst du denn hier so vereinsamt? Komm, hol dir doch das. Was baut ihr drei denn da so vereinsamt? Was soll denn das? Ist denn nicht so, dass ihr schon einen Feierabend hättet? Ja, ich glaube, ich möchte tatsächlich hier den zweiten Holzkreislauf hinmachen. Ich glaube, der Gedanke gefällt mir, weil hier schon einige Bäume stehen. Dann können wir hier noch einen Förster hin machen und dann haben wir hier oben noch die ganze Fläche eigentlich frei. Ja, so machen wir es. Dich reißen wir ab und dich auch. Wir sammeln alle hier, wobei, da wir ja auf einer Insel sind, wenn ich das richtig gesehen habe, sollten wir da eigentlich keine großen Probleme haben mit Angriffen. Wir haben ja auch den Hinweis bekommen, beziehungsweise den Tipp, dass wir uns Zeit lassen können.
Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass wir da wirklich keine Angriffe zu befürchten haben. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich einen zweiten Steinmetz machen will, aber ich sehe jetzt da ehrlich gesagt keine Notwendigkeit gerade. Vorerst nicht. Wenn ich irgendwann mal so wieder so drei parallele Großprojekte habe, wie, keine Ahnung, zwei große Wohnhäuser und einen großen Tempel, dann sieht die Welt schon anders aus. Aber jetzt aktuell aber es ist ja jetzt auch nicht so der Aufwand, ne? Ich meine, dann haben wir halt eine Spitzhacke weniger und komm, pfeif drauf. Und da haben wir den ersten, der kann sich ja da links fokussieren, wobei machen wir dich dahin. So, und wir machen hier schon mal ein Forsthaus hin. So, und ich würde aber auch sagen, wir machen mal hier noch einen weiteren Holzfäller hin, dass wir einmal hier so die ganzen Bäume rauskriegen, die uns ein bisschen Bauplatz wegnehmen. Wobei, warte mal, das macht keinen Sinn da. Wir machen den, auch wenn er vielleicht im Weg sein mag, wir machen den ein bisschen weiter hier links. Wir könnten uns auch schon mal über eine Getreidefarm Gedanken machen. Die könnten wir zum Beispiel hier hin machen, da, weil wir hier einigermaßen eine ebene Fläche haben. Haben wir überhaupt schon Sensen? Nee, ne? Ich sehe gerade zumindest keine. Beiseite gehen? Nee, da haben wir nur Angeln. Okay, sieht wohl nicht so aus. Egal. Früher oder später bekommen wir schon welche. So, wie Sie sehen Sie nichts. Zumindest in diesem Berg nicht. Guck doch mal bitte ein bisschen weiter oben. Sonst gehen es schon langsam, aber sicher die Bretter zur Neige. Das ist nicht gut, aber wir sind ja hier schon dabei, für Nachwuchs zu sorgen. Nachschub, nicht Nachwuchs. Das ist was anderes. Ja, bitte. Ach, guck an, da haben wir doch ein bisschen Kohle im Boden. Sehr schön. Ja, ich glaube, hier war der Steinmetz richtig, wenn ich sehe, dass hier hinten auch noch weitere Steine sind. War das mit Sicherheit nicht verkehrt. Wir gönnen uns nochmal 5, die mal hier nach Westen ein bisschen die Grenzen erweitern. So, der erste Förster steht gleich, das ist gut. Dann haben die auf jeden Fall ausgesorgt und die können sich hier noch um diesen Wald kümmern. Und sobald dann hier ein bisschen gerodet ist, bauen wir da entsprechend den nächsten Förster hin. So, der zweite Steinbruch nimmt bald auch seine Arbeit auf. Sehr gut, dann sollten wir definitiv nicht in einen Engpass kommen. Ich glaube zwar sowieso nicht, aber weil wir als Asiaten sowieso nicht viele Steine brauchen, aber haben oder nicht, ne? Ich nehme mal euch 4. Ihr dürft jetzt mal hier hinten schon mal anfangen und da das Gelände einnehmen. Dass wir uns auch mal alsbald über Bergbau Gedanken machen können. Also, Baustellen sind aktuell alle versorgt. Bis auf die Getreidefarm. Da kommen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bretter. Da ist Brett Nummer 7. Hier kommt jetzt gleich Brett Nummer 8. Das heißt, da ist Brett Nummer 8. Sehr schön. Das heißt, damit sind wir durch. Zumindest mit der Baumaterialversorgung. Oder? Warte mal, nee, eins fehlt noch. Habe ich mich verzählt? Ja, ich scheine mich verzählt zu haben. Gut, egal. Hier liegen jedenfalls 2. So, sag mal dem Hallo, dem traue ich nämlich nicht. Ja, Überraschung. Ach, guck an, da ist auch noch ein bisschen Gold im Boden. Ja, nehme ich wohl. Mal schauen, vielleicht ist da ja auch ein bisschen mehr später.
Das hau ihm nochmal in die Fresse. Zack, ins Gesicht. Nicht mit Commander, Schätzelein. Nicht mit Commander. Mich juckt schon wieder in den Fingern, ein großes Wohnhaus zu bauen. Du wisst ja, ich bin da immer ein bisschen triggerpig, ich zu viel gesagt, aber ich baue halt gerne große Wohnhäuser. Und da auch noch schneller Landmasse einnehmen können, weil wir noch mehr Larrys dafür beauftragen. Also wo könnten wir es denn sinnvoll hinbauen, weil wo es auch erstmal stehen bleiben kann. Ich glaube, wir nehmen mal hier oben den Platz. Muss zwar ein bisschen viel gebuddelt werden, aber da wir gerade keine anderen Baustellen haben, ist das egal. Oh, ich sehe gerade, das Sägewerk droht schon voll zu laufen. Deswegen gar nicht mal so verkehrt, dass wir jetzt hier eine Großbaustelle öffnen. So, mal gucken, ob jetzt die Sense wirklich fehlt. Hier. Nee, fehlt nicht. Wir haben 3 Sensen. Ha. Sehr gut. Dann machen wir doch mal direkt daneben die nächste Getreidefarm. Weil da sieht das Gelände auch vielversprechend aus. So, warte mal. Hier können wir dann noch einen kleinen Brunnen hinquetschen. Weil der geht ja da nach links unten durch die Tür raus. Deswegen ist das hier gar nicht so verkehrt. Drei Angeln haben wir noch, 3 Spitzhacken haben wir noch übrig. Ist gut, wir müssen nur daran denken, dass wir auch hier hinten ans Eisen ran müssen. Alternativ müssten wir uns über Mana ein paar Eisenbarren erschaffen und das... Warte mal, wait, was ist denn eigentlich hier oben im Berg? Dann lass uns doch nochmal einen Geologen holen, der mal guckt, ob hier überhaupt irgendwas drin ist. Ich meine, ist jetzt nicht viel, was wir hier haben von der Fläche her, aber da könnte ja durchaus was drin sein. So, und siehe da, es war planiert, wir können anfangen. Und die ersten Bretter verbrauchen sich sehr gut. So, Kohle haben wir da hinten auch noch. Nehme ich auch gerne. Schwefel. Nicht jetzt das, was ich da drin erhofft habe, aber brauchen wir durchaus auch. So, du hast da unten Langeweile, das ist ja gar nicht mal so gut. Dann mach doch mal, wo könntest du denn weitermachen? Mach mal hier in der Lücke weiter, dann geht ihr auch ein bisschen schneller zu. Und ihr seht auch mal zu, dass ihr die Lücke hier schließt, damit wir schneller an die Kohle kommen. Und sobald das große Wohnhaus fertig ist, werde ich direkt mal versuchen, hier eine Route zum Eisenberg aufzubauen. Ich weiß gar nicht mehr, was kriegt eigentlich die Schwefelmine? Wahrscheinlich auch Fisch, ne? Ne, Brot, wenn dann. Das ist das Einzige, was ich überhaupt kriegen kann. Okay. Dann stellen wir das schon ein, damit die auch versorgt wird. Nein, Quatsch, Reis! Moment! Brauchen wir ja gar nicht, die kriegt Reis! Ja, dann bräuchten wir mal einen Sumpf, wa? Aber gegebenenfalls müssten wir das, weil ich hier noch nirgendwo bisher einen Sumpf gesehen habe und wenn wir Pech haben, finden wir auch keinen. Dann müssten wir in den sauren Apfel beißen und das Brot aufteilen. Gut, wir schauen einfach mal, wohin die Reise geht. Hier oben habe ich einen Fisch gesehen, das finde ich grundsätzlich schon mal super. Wollen wir dann hier schon mal eine Fischerhütte hinklatschen? Ich glaube ja, möchten wir. Die Berge hier sind nicht so ergiebig, aber du könntest mal da oben schauen. Und du mal hier weiter unten. Da so. Vielleicht werden wir ja doch noch ein bisschen fündig und finden ein bisschen Ware zum aus dem Boden buddeln. So,
So, hier fehlen zwei Bretter, sind beide auf dem Weg. Hier fehlt noch ein Brett, das dürfte jetzt auch auf dem Weg sein. Einer von den beiden wird es schon rübertragen.